ein Erfolg, den sich das Unternehmen mit diesem Imperium teilt. Halvö ist die Hauptstadt der Freien Republik Flachland und die unumschränkte Herrscherin über die 1800 Einwohner ist die angehende Kapellmeisterin Ingrid Tschajka. Das hat man hier gelebt, alles erlebt irgendwie. Und die Figuren haben auch ihren Charakter, die haben irgendwie, da weiß man noch, wenn man so eine Figur sieht, was der alles erlebt hat. Das Imperium erstreckt sich über stolze 3 Kellerräume. Es ist die größte aufgebaute Playmobil-Sammlung Deutschlands. Die Bewohner von Halvö haben Namen, eine eigene Verfassung und sie bestimmen ihre Volksvertreter in allgemeinen freien Wahlen. Keine Selbstverständlichkeit. Der Frauenbund Halvö hat sich gegründet und die haben dann dafür gekämpft, dass die Frauen auch wählen dürfen. Und das wurde dann lange abgestimmt, zunächst mal in der Stadt, dann beschlossen, dass die Frauen auch wählen dürfen, bis es dann im ganzen Land erlaubt war. Das war ein schwerer Kampf. Hart, sich mit solchen Ideen abzufinden. Aber der Playmobilmann von heute ist eben emanzipiert. All das konnte Firmenchef Horst Brandstätter nicht ahnen, als er vor genau 30 Jahren die ersten Plastikmännchen herstellte. 7,5 cm groß, auf ersten Skizzen noch mit Nase. Die kleinen Figuren sind von Anfang an der Renner in den Kinderzimmern. Ich möchte die Krankenschwester und die Feuerwehr. Und ich, die Bank und die Polizei. Klar, ich lasse mir Playmobil von meiner Omi schenken. Und ich bin Playmobil meiner Schwester. Kinder wollen Playmobil. Auch die Tschajkas geraten in diesen Sog. Ingrid, Jahrgang 78, hat ein Playmobil-freies Leben nie gekannt. Die älteren Geschwister Ottfried und Irmtraut setzten schon immer auf Expansion. Wohnraum ist von Anfang an knapp. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mir immer ein Haus gewünscht habe. Und ich war dann ganz glücklich, als ich die Töpferei bekommen habe, weil meine Personen dann endlich ihr eigenes Haus hatten. Und ich musste nicht mehr irgendwo zur Untermiete wohnen bei meinen Geschwistern. Mit der eigenen Töpferei geht es stetig bergauf. Die Geschwister überbieten sich gegenseitig. Es wird gekauft, angebaut und aufgestockt. Ein Schuster eröffnet, eine Bäckerei wird gebaut. Die Freie Republik Flachland, sie wächst und gedeiht Jahr für Jahr. Auch in Zirndorf geht es voran. Allein im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 73 Millionen Figuren produziert. Und ständig kommt Post von den Tschajkas. Schon ein ganzer Ordner voll. Immer wenn denen beim Spielen etwas abgeht, schreiben sie an Playmobil. Wie im Fall der fehlenden Chinesin. Über den Chinesen haben wir uns besonders gefreut. Das ist ja interessant. Einen haben wir bereits zur Frau umgewandelt. Ja, die waren in der Lage, die Figuren auseinanderzunehmen. Möbel, Teppiche, Betonmischer, Rehe, Füchse, alles Vorschläge der Tschajkas. Es ist immer ganz spannend, wenn wir von unseren Fans und insbesondere den Tschajka-Geschwistern hören, wenn wir unser Neuheitenprogramm gedruckt haben, fertig haben, dann kriegen die da so einen Folder ziemlich vorab geschickt und dann warten wir alle immer fieberhaft, wie denn das Urteil unserer größten Kritiker und Fans aussieht. Doch meistens sind die Tschajkas voller Lob. Na freilich, ist ja anders. Wenn die größere Schwester zu Besuch kommt, wird selbstverständlich gefachsimpelt. Ach ja, das kennen wir irgendwoher. Furchtbar. Das kenne ich irgendwoher. Ich habe erst meine Burg weggebaut. Oh, war die dreckig, die hat fast ein Jahr gestanden. Huch, schau mal, wen wir da noch. Oh Gott. Was hat die nicht verstanden? Da haben Kinder bei dir. Typisch Kinder, haben wir schon wieder jemanden Falsches daher. Das ist die Tochter vom Vasallen hier, sag mal. Was machen die in der Kneipe? Oh. Boah, so unglaublich. Die hat sie eindeutig verirrt. Von wegen verirrt. Ob Vasall oder König, bei den Tschajkas hat jeder seinen Platz. So eine kleine selbstgebastelte Welt ist vielleicht manchmal netter als die große, unübersichtliche. Nächsten Donnerstag sind wir leider nicht für Sie da. Da gibt es hier den Wiener Opernball, aber in 2 Wochen. Bis dahin eine gute Zeit, dann sehen wir uns wieder. Ciao. Foltergerät oder Fitmacher? Was leisten eigentlich Heimtrainer? Hallo und herzlich willkommen bei K1 Journal. Und das haben wir außerdem für Sie. Die fabelhafte Welt der Ingrid Tschajka. Wie regiert man ein Reich aus 1800 Playmobil-Figuren? Und Brötchen im Sekundentakt. Wie funktioniert eine moderne Brotbackfabrik? We'll be right back.
100.000 Heimtrainer werden jährlich verkauft. Und jetzt, diese 7,5 cm großen Figuren sind der Albtraum von ordnungsliebenden Eltern. Kaufmannsläden oder wie hier Ritterburgen, massenweise bevölkert die Playmobil-Familie die Fußböden der Kinderzimmer. Die kleinen Kunststoffkerlchen werden heiß geliebt, aber vielleicht von niemandem auf der Welt so sehr wie von Ingrid Schaiker. Die 26-Jährige ist die ungekrönte Königin in einem riesigen Playmobil-Reich. In der Welt der Ingrid Schaiker dreht sich alles um den Maßstab 1 zu 23. Bei der letzten Volkszählung im Jahre 2001 zählte sie 1800 Untertanen. Playmobil-Figuren, von denen jede ihren Namen und ihre Persönlichkeit hat. Das ist der Maurermeister Zement mit Namen, passenderweise. Ein Nachfahre unseres berühmten Luitfried Zement, der Bürgermeister der Stadt Halve war und auch Präsident der Freien Republik Flachland. Dieser Herr Zement zum Beispiel hat einen Sohn und der sieht so aus. Also hat auch beige Beine wie der Vater, hat auch etwas Gelbes und was Rotes. Man sieht also, die sind miteinander verwandt, ganz klar. Das ist Ingrid Schaikers Welt. Eine Mischung aus Realität und Fantasie. Im zarten Alter von 3 Jahren fing sie mit ihren Geschwistern Irmtraut und Ottfried an, die 7,5 cm großen Figuren zu sammeln. Jeder Cent des Taschengeldes wurde investiert. Ihre Playmobil-Welt hat mittlerweile den Wert eines Kleinwagens angenommen. In dieser Märchenwelt herrschen strikte Regeln. Da haben wir Verfassungen geschrieben, da haben wir Chronik geschrieben für unsere Hauptstadt Halvö. Und da haben wir Fahrpläne für die Eisenbahn gemacht, da haben wir Präsidenten gewählt, alles Mögliche. Also ein richtiges funktionierendes Staatensystem gehabt. Wie in der Realität im Prinzip. In der Realität geht Ingrid Schaiker zur Erweiterung der Sammlung regelmäßig in den Spielzeugladen nach Füssen, der Stadt des bayerischen Märchenkönigs. Die 26-Jährige ist hier seit fast 20 Jahren Stammkundin. Viele neue Produkte gibt es nur in limitierter Auflage und auch nur in bestimmten Spielzeuggeschäften. Das ganz Neue ist jetzt die Post von Playmobil. Ja, das habe ich schon im Prospekt gesehen. Haben Sie wunderbar. Ganz toll mit Aktenordnern sogar. Ja. Also es ist immer, sehr viel, viel immer perfekter. Ja. Playmobil ist wie geschaffen für Ingrid, sowohl in jungen als auch mädchenhafte Spielwelten abzutauchen. Das Faszinierende ist, dass das so eine Zwischenstufe ist zwischen dem Spielen mit Puppen, also das sehr persönliche, das sehr auf die Figur bezogene und trotzdem noch sind die Playmobils so klein, dass man sehr viel bauen und konstruieren kann. Ingrid Schaiker ist hochmusikalisch. Sie will Dirigentin werden und studiert in Innsbruck Musikwissenschaften. Dem Spielen hat sie ihr Leben gewidmet. Wir haben schon sehr früh Opern nachgespielt mit Playmobil und auch zum Teil Szenen fotografiert. Und dann habe ich mal so vor etwa 10 Jahren angefangen, aus Pappe eine kleine Bühne zu bauen. Und dann haben wir es mit Holz und dann mit Playmobil immer vergrößert, sodass wir jetzt unser Opernhaus da unten haben. Das war auch von Anfang an Musik und Playmobil immer zusammen. Die Zuschauer des Opernhauses sehen gerade die Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Inszenierung ist perfekt. Fehlt nur noch der Postbote. Mit geschickten Händen erweckt Ingrid den Neuerwerb zum Leben. Viele Ideen der Playmobil-Sammlerinnen zur Vervollkommnung ihrer Welten hat der Hersteller in die Entwicklung der Figuren mit einbezogen. Wir hatten jahrelang geschrieben, wir wollten endlich runde Türme haben für unsere Burg. Und dann 1993 war es soweit und es kamen endlich die Türme. Das war schon toll, ja. Ja, wir stehen im regen Kontakt mit dem Werk und mit der Entwicklungsabteilung. Der Postbote aus der Neuzeit kann nun endlich die Briefe austragen. Ein Wandern zwischen den Welten aber ist bei Ingrid Schaiker tabu. Es wäre ein grober Regelverstoß, eine Figur einfach willkürlich in eine Playmobil-Welt zu setzen. Ein Postbote darf seine Briefe bis an die Grenze zu der nächsten Welt bringen und da wird es dann dem nächsten Postboten, also im Mittelalter bekommt das halt dann ein reitender Bote oder je nachdem, wie dringend halt der Brief ist und dann wird es weitergetragen oder auf ein Schiff verladen, je nachdem.
Hoffentlich gerät der Brief nicht in die Hände der Piraten, sonst ist die Botschaft verloren. Es herrschen auf hoher See stürmische Zeiten. In der Western City sind in Zeiten des Goldrausches Schlägereien an der Tagesordnung. Eine Situation könnte aber selbst Ingrid Scheiker zur Verzweiflung bringen. Das Schlimmste wären meine 5 Neffen und Nichten alleine hier unten 3 Stunden lang, ohne meine Aufsicht. Dann würde ich, glaube ich, gar nichts wiedererkennen. So kann man nur wünschen, dass die heile Welt von Ingrid Scheiker so bleibt, wie sie in ihrer Fantasie existiert. Weltweit wurden bis heute rund 1,7 Milliarden Playmobil-Figürchen verkauft. Das ist Wahnsinn, oder?